Die Santonfrüchte. Schön, dass du reinschaust. Mit Vitalogy war ich wieder on Tour und habe ein Interview gemacht bei der Familie Kreuzleitner in Wenigzell in den Sanddorngärten von Sandika. Was erwartet dich in diesem Video? Es geht zum ersten darum, über die Pflanzenpower, das Porträt aus Sicht der TCM, aus der traditionellen chinesischen Medizin, aus der Ernährungslehre. Dann, wie die westliche Ernährungslehre das sieht, wie toll diese heimische Pflanze, ein Superfood, wirkt auf unser Körper, Geist, Seelensystem. Und zum Abschluss oder im Anschluss gibt es noch ein tolles Interview mit ca. 4 Fragen an den Herrn Kreuzleitner Gabriel in seinem Sanddorngarten. Und er wird auch darüber erzählen, welche Tipps er für einen privaten Hobbygärtner hat, der den Sanddornfrüchte in den Garten pflanzen möchte. Was ist nun die Pflanzenpower aus Sicht der DCM? Es reduziert Feuer, wie bei Magengeschwüre, Gastritis und anderen Entzündungen im Körper. Es wirkt Qi, also Lebensenergie, und Yin, Körpersäfte bewahrend, bei körperlicher Schwäche und bei Durchfall. Es kühlt das Blut, wie bei roten Ekzemen, juckenden Ekzemen, auch begleitend bei Strahlentherapie. Es tonisiert das Blut bei Anämie, westlich gesprochen, und aus Sicht der DCM nennt man es Blutmangel. Das ist bei Nachtblindheit der Fall, bei Sehschwäche, bei Augenproblemen. Und es tonisiert, also gleicht die Abwehrenergie aus und hilft eben gut bei der Immunschwäche, zur Infektanfälligkeit, der Prophylaxe und bei Abgeschlagenheit. Die Pflanzenpower aus westlicher Sicht: Es ist bekannt, dass es reich an Vitamin C ist, dass es viel Beta-Carotin hat, das ist eine Vorstufe, ein Provitamin vom Vitamin A, Vitamin E, viele B-Vitamine wie B1, B2 und B6, auch Mineralstoffe und Spurenelemente wie Calcium, Magnesium, Eisen, Mangan und auch ätherische Öle. Man sagt, diese Früchte haben 6% Fettanteil, und dieses Sanddorn-Fruchtfleischöl, wie es sich nennt, wie es auch es zum Kaufen gibt, hilft wunderbar bei Haut- und Schleimhautproblemen, sie zu lindern, diese Probleme. Eben, es beugt Erkältungskrankheiten vor, denn hier auch Augenprobleme, wie aus der DCM-Sicht bei grauen Star, auch als Prophylaxe von Krebs und Diabetes, und es wirkt entzündungshemmend, auch aus westlicher Sicht. Und in der Küche können wir die Sanddornfrüchte dazu verwenden, dass wir uns Marmelade machen, dass wir so einen Fruchtmus machen, aber auch als Gelee auf einer Torte drauf. Auch einmal eine pikante Suppe wie die Sanddorn-Karottensuppe. Und auch was anderes Süßes kann man machen, nämlich Fruchtgummi aus den Sanddornfrüchtensaft. Und dieses Rezept habe ich euch nachgekocht und euch ein Food Power Rezept in meiner Playlist dorthin. Gut, das war jetzt einmal das Pflanzenporträt, und jetzt kommen wir zum Interview und ab geht's in den Sandika Sanddorngarten. Hallo meine Lieben, heute sind wir unterwegs auf der Plantage, wo die Sanddornfrüchte wachsen, da in Wenigzell, in der Oststeiermark, im steirischen Jogelland. Und jetzt da besuchen wir den Gabriel Kreuzleitner von der Firma Sandika, und er wird uns jetzt da ein Interview geben. Ja, hallo Gabriel. Danke, gell, dass du dir Zeit nimmst, dass ich dich da interviewen darf über deine tollen Früchte, über die Sanddornfrüchte, die wir ja auch heimisches Superfood nennen. Sehr gern. Ja, was magst du mir erzählen? Was hast denn du da? Wir sind hier auf der Sandika Sanddornplantage, Österreichs erste Sanddornanlage in dieser Art. Wir kultivieren hier 2,7 Hektar, ungefähr 7000 Sträucher sind das, die in Bioqualität wachsen. Begonnen haben wir bei Sandika 2014, diese Frucht hier zu kultivieren. Mittlerweile gibt es Sanddorngärten in ganz Österreich, also in den Donauauen, im Vulkanland, im Steirischen, im Jogelland noch etwas mehr, und bis hin zum Neusiedlersee
in Bodersdorf, wo auch Sandiker Sanddorngärten wachsen. Der Sanddorn ist ja eine Superfrucht, ein sogenanntes Superfood, bekannt eben durch den hohen Vitamin C-Gehalt, den der Sanddorn hat, bis zu 10-mal so viel wie Zitronen. Weswegen ja auch damals in Deutschland als Zitrone des Nordens bekannt geworden ist. Also das Volk musste damals versorgt werden mit Vitamin C. Das könnte man über Südfrüchte nicht bewerkstelligen. Und aus dem Grund hat man aus China, Russland bis hin in die damalige DDR eben dann Sanddornbeeren kultiviert. Dieser Sanddorn ist jetzt auch nach Österreich gekommen und wächst hier genauso als regionales Superfood und wird von Sandiker zu Nahrungsergänzungen, zu Detox-Tees, zu Kosmetik und zu Sanddornfruchtfleischöl verarbeitet. Ja, und du hast mir im Vorfeld ja schon erzählt, dass du alles von der Pflanze verwerten kannst, weil sie einfach so eine besondere Frucht ist, mit der ganzen, mit den Blättern und so weiter. Und ja, und jetzt haben wir gerade vorher was gekostet, die sind ja recht sauer, also säuerlich. Und weil ja viele, die mit der Ernährung Umstellung zu mir kommen, mit Fruchtzucker auch ein Thema haben. Wie ist das mit der Beere? Gut, Fruchtzucker ist beim Sanddorn nahezu nicht enthalten. Also Fruchtzucker ist ja eine Trockensubstanz im Saft und die einzige Trockensubstanz im ausreichenden Ausmaß ist im Sanddorn die Säure, das Vitamin C. Der Fruchtzuckergehalt ist äußerst gering oder nahezu nicht vorhanden, was ein Vorteil ist. Es sind aber eben nicht nur die Sanddornbeeren vom Strauch verwendbar, sondern du hast es schon erwähnt, auch die Sanddornblätter, die eben leicht silbrig schimmern. Ist ein Ölweidengewächs im hinteren Teil, im unteren Teil des Sanddornblattes und eben recht dunkelgrün bis hellgrün, je nachdem, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist, eben auf der Deckseite. Diese Sanddornblätter enthalten einen hohen Anteil an Vitamin B9, was entzündungshemmend wirkt, und sie wirken auch entwässernd, weswegen wir sie bei Sandiker auch für Detox-Tees verwenden. Und was die wenigsten wissen, ist, dass dieses Sanddornblatt auch einen hohen Polyphenolanteil hat. Polyphenole sind Gerbstoffe und hier sind noch Säuren mit enthalten, die astringierend auf die Haut wirken, wenn man sie äußerlich verwendet, weswegen wir sie bei Sandiker auch in die Naturkosmetik verarbeiten werden im Anti-Aging-Bereich. Dort haben wir eben einen Hersteller gefunden, der aus genau diesen Blättern die Extrakte herstellt, aus denen man sehr hochwertige Kosmetik neben den Sanddorn Fruchtfleischöl und Kernöl verarbeiten können. Okay. Jetzt im September werden die Sanddornfrüchte ja geerntet und wie ich weiß, habt ihr ja vor 2 Tagen geerntet und da gibt es ja auch was Besonderes. Was erzählst du, also was möchtest du uns da erzählen? Zum einen ist es wichtig bei der Sanddornernte, dass der Zeitpunkt richtig gewählt wird. Die Sanddornbeere, ihr seht, das ist ja relativ orange, das ist Beta-Carotin im Sanddorn, die Vorstufe zu Provitamin A. Der Sanddorn ist ja eine Lichtpflanze, eine Pionierpflanze, und er schafft es, dieses gefangene Sonnenlicht in diesen Beeren zu verarbeiten. Das bedeutet, dass der Sanddorn in diesen Beeren auch Öle enthält, nämlich Sanddornfruchtfleischöl und Sanddornkernöl. Und die Besonderheit ist, wenn der Sanddorn zu lange am Strauch ist, wird dieses Öl im Fruchtsaft ranzig. Man kriegt es damit, indem das plötzlich der ganze Strauch nicht mehr so leicht und orange wirkt, sondern plötzlich milchig weiß wird. Das bedeutet, Buttersäure hat sich in den Beeren gebildet und die Ernte ist eigentlich nicht mehr möglich. Zumindest nicht für das Sanddornfruchtfleischöl. Und die Beere hat ja auch einen ranzigen Geschmack, also auch nicht mehr für den Sanddornsaft. Der Sanddorn, weil er eben so dornenbewehrt ist, wir sehen es hier, und auch relativ kompakt die Beeren am Strauch hat, bewährt sich eben eine Erntemethode ganz besonders, nämlich der Rückschnitt. Hierbei wird der Sanddorn komplett zurückgeschnitten auf ca. 70 cm Höhe. Alles, was über diesen 70 cm liegt, wird verarbeitet, nämlich in Form, dass gefrostet wird. Wir sehen das hier zum Beispiel, Martina. Hier haben wir diese Rückschnitte schon gemacht. Bei der Ernte jetzt da vorgestern wird komplett zurückgeschnitten. Der Baum wäre oder der Strauch wäre so an die 3 bis 4 Meter hoch, wird auf knapp 70 cm zurückgeschnitten. Die Beeren, die wir hier sehen, werden nicht mehr geerntet. Der Hintergrund ist einfach, der Sanddorn braucht das Grün, braucht das Blattwerk, um noch assimilieren zu können, also um überleben zu können, bis die Vegetationsperiode dann vorbei ist im November und der Winter im Einzug hält. Man könnte es natürlich jetzt händisch pflücken, das machen wir auch gelegentlich, aber im Großen und Ganzen bleibt der Strauch so, wie er jetzt ist. Die Beeren, die auf den großen Ästen vorhanden sind oder waren, die sind gefrostet worden. Und ab dem Zeitpunkt des Frostens beginnt diese Beere, die sehr stark auf diesem dornenbewehrten Strauch sich befindet, sich zu lösen. Man braucht dann nur etwas Rütteln, wir nennen das Sanddorn Drusch, und das bewirkt, dass die Beeren und die Blätter runterfallen, noch windgesichtet werden, gereinigt werden und separiert dann gelagert werden. Diese
Art der Ernte ist natürlich für die Ernte, für den Erntezeitpunkt her relativ einfach, weil es nur ein Rückschnitt ist. Natürlich braucht die Pflanze aber 2 Jahre, bis sie wieder nachwächst. Also de facto 1 Jahr, also im kommenden Jahr 2021, bis sie ihre Triebe so wieder an die 3 bis 4 Meter schafft. Zum einen und zum anderen, im zweiten Jahr ist genau auf diesem einjährigen Holz dann die nächste Ernte. Damit haben wir alle 2 Jahre Ernte. Und wir machen das alternierend eben mit unseren Vertragslandwirten und auch hier im Hof selber, dass wir nämlich alle 2 Jahre die Ernte haben, muss man halt einmal dieses Feld beernten, einmal dieses Feld. Hast du ein paar Tipps für uns, wenn man den Sanddorn zu Hause im privaten Garten haben möchte, damit man dann auch eben Pflanzen im Herbst für sich in der Küche verwenden kann? Grundsätzlich sollte man schauen, dass der Boden, auf dem der Sanddorn wachsen darf, sandig ist. Also man hat keine Staunässe, keine verdichteten Böden. Das nächste ist, was Sanddorn nicht verträgt, er verzeiht viel, aber was er nicht verträgt, ist Schatten. Also keine schattigen Plätze, dort kann er nicht gedeihen. Als Pionierpflanze bedeutet es nämlich, er kommt mit relativ wenig zu Rande. Nur wenn ein anderes Gehölz kommt, ihn überwächst, stirbt Sanddorn ab, bereitet damit aber den Boden für weitere Pflanzen vor. Und das ist grundsätzlich das Wesen einer Pionierpflanze. Und was auch noch drauf geschaut werden sollte, ist, dass wenn man die Möglichkeit der Sortenauswahl hat, sich hier eher auf neue Sorten, auf fruchtige Sorten zu spezialisieren und konzentrieren, weil einfach die mehr Freude in der Konsumation dieser Sanddornbeeren machen. Und vielleicht auch nicht vergessen, wenn es im Garten gesetzt wird, eine Wurzelsperre vorzusehen, weil Sanddorn einfach durch das, dass eine Pionierpflanze ist, sehr stark Wurzelausläufer macht und man damit vielleicht im Garten nicht eine große Freude hat, wenn plötzlich Sanddornhecken relativ breit aufgehen. Das sind so die Tipps, die man einem Hobby-Sanddorn-Gärtner geben kann. Ja, wunderbar. Super. Danke, lieber Gabriel, für deine Zeit. Und ja, wir wünschen dir weiterhin eine gute Ernte. Dankeschön. Ciao.